Hammerfall. Nein, schrie Eragon, als die Tormauer des Turms donnernd einstürzte. Roran und fünf weitere Männer unter 21 Fuß hohen Steinhaufen begrub und den Burghof in eine dunkle Staubwolke hüllte. Eragons Schrei war so laut, dass seine Stimme brach und er den Kupfergeschmack von Blut im Rachen spürte. Er atmete ein und krümmte sich hustend. Waldner, keuchte er und wedelte mit der Hand. Mit einem Rascheln wie von Seide teilte sich der dichtgraue Staub über dem Burghof. In seiner Sorge um Roran bemerkte Eragon kaum, wie viel Kraft die Magie ihn kostete. Nein, 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 murmelte Eragon. Er kann nicht tot sein. Er kann nicht. Er kann nicht. Er kann nicht. Als könne es dadurch wahr werden, wiederholte Eragon diese Worte in Gedanken wieder und wieder. Aber mit jedem Mal wurde es weniger Tatsache oder Ausdruck der Hoffnung, als vielmehr ein Gebet an die Welt. Arya und die anderen Krieger der Warden vor ihm husteten und rieben sich die Augen. Viele duckten sich, als erwarteten sie einen weiteren Schlag. Andere starrten auf den beschädigten Wohnturm. Der Schutthaufen der eingestürzten Mauer reichte bis mitten in den Hof und verdeckte das Mosaik dort. 2,5 Räume im ersten Stock des Turms und einer im zweiten, der Raum, in dem der Magier so gewaltsam ums Leben gekommen war, waren nun Wind und Wetter preisgegeben. Die Räume und die Möbel darin wirkten im vollen Licht der Sonne dreckig und ziemlich schäbig. In einem Raum wichen 1,5 Dutzend mit Armbrüsten bewaffnete Soldaten vor dem Abgrund zurück, der sich plötzlich vor ihnen aufgetan hatte. Unter gewaltigem Gedränge quetschten sie sich durch die Türen am anderen Ende der Räume und verschwanden in den Tiefen des Wohnturms. Eragon versuchte, das Gewicht der Mauerbrocken in den Trümmerhaufen zu schätzen. Jeder musste viele 100 Pfund schwer sein. Wenn er, Saphira und die Elfen alle halfen, würden sie die Steine sicherlich mit Magie beiseite schaffen können. Aber die Anstrengung würde sie schwächen und angreifbar machen. Außerdem würde es viel zu lange dauern. Einen Moment dachte Eragon an Glyther. Der goldene Drache wäre mehr als stark genug, den ganzen Haufen in einem anzuheben. Aber Eile war hier das oberste Gebot. Und es würde zu lange dauern, Glyders Eldunari zu holen. Abgesehen davon wusste Eragon nicht, ob er in der Lage sein würde, Glyder zu überzeugen, mit ihm zu reden, geschweige denn, ihm zu helfen, Roran und die anderen Männer zu retten. Dann sah Eragon wieder Roran vor sich, wie er ausgesehen hatte, kurz bevor die Sturzflut aus Steinen und Staub ihn verschluckt hatte, wie er unter dem Überhang des Turmtores gestanden hatte, und mit einem Mal wusste er, was zu tun war. »Saphira, hilf ihnen!« rief Eragon, während er seinen Schild wegwarf und losrannte. Hinter sich hörte er Arya etwas in der alten Sprache sagen, ein kurzer Ausdruck, der »Verstecke es« bedeuten mochte. Dann holte sie ihn ein und lief mit gezücktem Schwert neben ihm her. Vom Fuß des Schutthaufens sprang Eragon so hoch, wie er konnte. Er landete mit einem Fuß auf der schrägen Fläche eines Mauerbrockens und stieß sich sofort wieder ab, hüpfte wie eine Bergziege, die den Hang einer Schlucht erklimmt, von einem Punkt zum nächsten. Er ging höchst ungern das Risiko ein, den Schutt loszutreten und in Bewegung zu setzen, aber der schnellste Weg zu seinem Ziel führte nun einmal über diesen Trümmerberg. Mit einem letzten Sprung gelangte Eragon in einen der Räume des obersten Stocks, durchquerte ihn mit ein paar schnellen Schritten und stieß die Tür vor sich mit solcher Wucht auf, dass Riegel und Angeln brachen. Die Tür flog quer durch den Flur gegen die nächste Wand und die schweren Eichenbretter barsten. Eragon hetzte den Korridor entlang. Seine Schritte und seinen Atem nahm er seltsam gedämpft wahr, als wären seine Ohren voller Wasser.
Er wurde etwas langsamer, als er in eine offene Tür kam. Sie führte in ein Arbeitszimmer, in dem 5 bewaffnete Männer über eine Landkarte gestikulierten und sie stritten. Keiner von ihnen bemerkte Eragon. Er rannte weiter. Er preschte um eine Ecke und prallte mit einem entgegenkommenden Soldaten zusammen. Vor Eragons Augen explodierte ein Feuerwerk roter und gelber Blitze, als er mit der Stirn gegen die Kante des Schildes knallte, den der Soldat trug. Er klammerte sich an den Mann und die beiden taumelten im Flur vor und zurück wie 2 betrunkene Tänzer. Der Soldat stieß einen Fluch aus, während er um sein Gleichgewicht kämpfte. »Was ist los mit dir, du dreimal Verdammter?« murrte der Soldat. Dann erkannte er Eragon und seine Augen weiteten sich. »Du!« Eragon ballte die rechte Hand zur Faust und rammte sie dem Mann direkt unterhalb des Brustkorbs in den Bauch. Der Schlag riss den Mann von den Füßen und schleuderte ihn gegen die Decke. »Ich!« stimmte Eragon zu, als der Mann leblos zu Boden fiel. Eragon lief weiter. Sein ohnehin schneller Puls schien sich verdoppelt zu haben, seit er in den Wohnturm eingedrungen war. Er hatte das Gefühl, als werde ihm das Herz gleich aus der Brust springen. »Wo ist sie?« dachte er hektisch, während er einmal mehr durch eine Tür spähte und nichts vor sich sah als einen leeren Raum. Endlich, am Ende eines schäbigen Seitenganges, fand er eine Wendeltreppe. Er nahm auf dem Weg hinunter ins Erdgeschoss immer 5 Stufen auf einmal, auch wenn es riskant war, und hielt nur inne, um einen erschrockenen Bogenschützen aus dem Weg zu stoßen. Am Fuß der Treppe gelangte er in einen hohen Raum, der ihn an die Kathedrale in Dras Leona erinnerte. Eragon wirbelte herum, sich rasch einen Überblick zu verschaffen. Schilde, Waffen und rote Fahnen hingen an den Wänden. Schmale Fenster gab es nur hoch oben unter der Decke. Fackeln steckten in schmiedeeisernen Haltern. Er registrierte kalte Feuerstellen, übereinandergestellte lange dunkle Tische an beiden Längsseiten der Halle, ein Podest an der Stirnseite des Raumes, wo ein in eine Robe gehüllter bärtiger Mann vor einem Stuhl mit hoher Rückenlehne stand. Eragon befand sich im großen Saal der Burg. Zu seiner Rechten, zwischen ihm und den Türen, die zum Tor des Wohnturms führten, stand ein Kontingent von 50 oder mehr Soldaten. Die goldenen Fäden in ihren Wämsern glitzerten, als sie sich überrascht in Bewegung setzten. »Tötet ihn«, befahl der Mann in der Robe und klang dabei eher verängstigt als fürstlich. »Wer immer ihn tötet, dem soll ein Drittel meiner Schatzkammer gehören. Das verspreche ich.« Die Aussicht, abermals aufgehalten zu werden, war unerträglich. Entschlossen riss Eragon sein Schwert aus der Scheide, hob es über den Kopf und rief: »Riesinger!« Mit einem Rauschen umhüllten geisterhafte blaue Flammen die Klinge und liefen auf die Spitze zu. Die Hitze des Feuers wärmte Eragons Hand, seinen Arm und sein Gesicht. Dann richtete Eragon den Blick auf die Soldaten. »Bewegt euch«, knurrte er. Die Soldaten zögerten nur einen Augenblick, dann wandten sie sich ab und flohen. Eragon stürmte vorwärts, ohne die in Panik geratenen Nachtzügler in Reichweite seines brennenden Schwertes zu beachten. Ein Mann stolperte vor ihm, trappelte sich wieder auf. Eragon sprang über ihn hinweg und berührte dabei nicht einmal die Quaste am Helm des Soldaten. Eragon war so schnell, dass die Flammen hinter der Klinge herwehten wie die Mähne eines galoppierenden Pferdes. Mit vorgeschobenen Schultern stürmte Eragon durch die Doppeltüren des Saals und jagte durch eine lange, breite Halle, vorbei an Räumen voller Soldaten links und rechts, an Zahnrädern, Seilzügen und anderen Vorrichtungen, die benutzt wurden, um die Tore des Wohnturms zu öffnen und zu schließen. Dann rammte er in vollem Lauf das Fallgitter, das den Weg dorthin versperrte, wo Rorin gestanden hatte, als die Front des Turms eingestürzt war. Das Eisengitter verbog sich, als Eragon dagegen krachte, aber nicht genug, dass das Metall brach. Er taumelte einen Schritt zurück. Wieder bediente er sich der Energie in den Diamanten seines Gürtels, dem Gürtel von Beloth dem Weisen. Er leitete sie in Brisinger,
und leerte den kostbaren Vorrat der Edelsteine, während er das Feuer des Schwertes zu beinahe unerträglicher Intensität schürte. Ein wortloser Schrei entrang sich seiner Kehle, als er ausholte und auf das Fallgitter einhieb. Ein Regen orangefarbener und gelber Funken sprühte auf und brannte ihm kleine Löcher in Handschuhe, Bams und bloße Haut. Ein Tropfen geschmolzenen Eisens fiel zischend auf die Spitze seines Stiefels. Mit einer schnellen Drehung des Fußes schüttelte er ihn ab. Dreimal durchschnitt er das Gitter, dann fiel ein mannshoher Teil davon nach innen. Die durchtrennten Enden des Gitters glänzten weißglühend und erleuchteten die Umgebung mit einem schwachen Schein. Eragon ließ die Flammen, die sich von Brisinger erhoben, stürmte durch die Öffnung im Fallgitter weiter. Der Gang führte ihn nach links, nach rechts und dann wieder nach links. Dazu gedacht, das Vorrücken feindlicher Truppen zu verlangsamen, denen es gelungen war, sich Zutritt zum Wohnturm zu verschaffen. Als er um die letzte Ecke bog, lag sein Ziel vor ihm. Der unter Trümmern begrabene Vorraum. Trotz seiner Elfensicht konnte Eragon in der Dunkelheit nur die gröbsten Umrisse erkennen, denn die Steinlawine hatte die Fackeln an den Wänden gelöscht. Er hörte ein merkwürdiges Schnaufen und Scharren, als stöbere eine unbeholfene Bestie durch die Trümmer. Einer, sagte Eragon. Ein ungerichtetes blaues Licht erhellte den Raum. Und vor ihm, bedeckt mit Schmutz, Blut, Asche und Schweiß, die Zähne zu einem furchterregenden Knurren gebleckt, erschien Roran, der über den Leichen zweier anderer mit einem Soldaten rang. Der Soldat zuckte wegen der plötzlichen Helligkeit zurück, und Roran nutzte seine mangelnde Konzentration, um ihn in die Knie zu zwingen. Als nächstes riss er dem Soldaten den Dolch aus dem Gürtel und stieß ihm die Waffe von unten durch den Kiefer. Der Soldat trat noch zweimal um sich, dann regte er sich nicht mehr. Nach Luft ringend richtete Roran sich über der Leiche auf. Blut tropfte ihm von den Fingern. Mit seltsam glasigem Blick sah er zu Eragon hinüber. »Wurde auch Zeit, dass du...« begann er. Seine Augen verdrehten sich und er wurde ohnmächtig.